Servus Leute, willkommen zu StarCraft 2. Ja, ihr hört richtig, StarCraft 2 endlich am Start. Eigentlich wäre heute die letzte Mission von StarCraft 1 gekommen, aber da ist leider die Aufnahme im Arsch oder ich habe beim Rendern Scheiße gebaut. Deshalb ist die Folge kaputt. Ich werde die Folge irgendwann nochmal neu aufnehmen, denke ich, die letzte Mission, damit ihr die seht. Aber jetzt muss ich sagen, habe ich richtig Bock auf StarCraft 2, euch das zu zeigen, was sich verändert hat. Vor allem, wie viel geiler StarCraft 2 ist, meiner Meinung nach. Es hat sich vieles, vieles verbessert. Wir werden natürlich auch mit Jimmy Rayner starten. Ich bin zwar mitten in der Kampagne drin, aber wir machen eine neue. Wir machen auf normal. Schwer brutal ist für die, also vor allem brutal ist für die Hardcore-Leute. Veteran fühle ich mich eigentlich nicht. Ich fühle mich als einige Erfahrung mit Strategiespielen passt. Ja, ich habe Länge. Ablehnen. So, neue Kampagne, normal. Okay. Legen wir los. Es heißt, ein Mann kenne sich selbst nicht wirklich. Bis man ihm seine Freiheit nimmt. Ich frage mich, wie gut kennen Sie sich selbst? Ihr Gefängnis begleitet sie. Diese Rüstung wird ihre neue Zelle. Geben sie sich keinen Illusionen hin. Krieg zieht auf. Mit all seiner Pracht. All seinen Schrecken. Mr. Findlay, Ihre Freiheit wartet. Verdammt, wurde aber auch Zeit. Thank you.
Weitere Nachrichten. Imperator Arcturus Minch spielt heute eine Pressekonferenz in Gedenken an das Ende des sogenannten Brood War vor 4 Jahren ab. Unsere Korrespondentin Kate Lockwell war live vor Ort. Imperator, die Gefahr durch eine Invasion der Zerg besteht nach wie vor. Doch anstatt unsere Streitkräfte zu vergrößern, wenden sie Billionen dafür auf, abgehalfterte Rebellen wie Jim Raynor zu jagen. Jim Raynor stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Liga dar. Er ist ein stufenloser, gesetzloser Rebell. Darauf aus, im gesamten Sektor Angst und Unfrieden zu verbreiten. Wir, eine Bande von Halsabschneidern, haben bereits 6 Welten zur offenen Rebellion bereitet. Und der Liga hat eine große Frage. Seine gerechte Strafe erhalten. Sehr bald. Ich bin noch lang nicht fertig mit dir, du miese Drecksau. Adjutant, sind meine Truppen schon einsatzbereit? Ihre Streitkräfte sind bereit und erwarten ihre Befehle, Commander. Taktische Daten werden soeben hochgeladen. Es ist der Zeit, dass die Revolution mal einen Gang zulegt. Backwater Station ist das Logistikzentrum der Liga auf Marsara. Die Herrschaft der Liga hier zu zerstören, wird Imperator Mengs Pläne für den gesamten Planeten durchkreuzen. So, meine Lieben, jetzt geht's los. Wollt ihr euch das Video genießen lassen ohne mein Gesicht? Auch wenn ich wunderschön bin, ich weiß. Ja, es ist, StarCraft 1 ist beendet, Kerrigan wurde ja von Arcturus verraten sozusagen, oder benutzt, geopfert, kann man so nennen, der Raynor ist ja richtig stinkig deswegen, jetzt ist Arcturus der Imperator, also der Chef von den Terranern, und wir sind der Outlaw, der Bösewicht. Ja, und er hat es ja selber gesagt, es wird Zeit, dass die Revolution Fahrt aufnimmt. Mission Tag der Befreiung. Zerstören Sie den Außenposten der Liga. Wir haben neu die Mission, neue Einheit, Space Marine. Erste Mission. Legen wir los. Adjutant, wo schlagen wir als erstes zu? Die Streitkräfte der Liga haben in der Siedlung Backwater Station ein Logistikzentrum errichtet. Dieser Ort ist zum Ausgangspunkt aller Operationen auf Marsara geworden. Die Liga hat kürzlich Truppen aus der Stadt abgezogen und sie sind jetzt geschwächt. Und? Kooperieren die Einwohner? Es ist bekannt, dass die Bewohner von Backwater Station gegen die Liga sind. Aber ihnen fehlen Waffen und Organisation. Wenn ich es schaffe, Mengst sein Hauptquartier abzujagen, wird ihn das auf diesem Planeten für eine Weile außer Gefecht setzen. Schiff startklar machen! Also wir wissen Bescheid, was... befreien. Auf geht's, Jungs. Lasst uns den Leuten hier mal zeigen, dass sie vor der Liga keine Angst haben müssen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie. Ob ich richtig sitze oder nicht. Wir haben links die Map. Was gibt's denn? Na gut, das sind nur die Bewegungen. Commander, es liegen Tutorial-Videos zu Ihrer Ansicht bereit. Oh man hat, also die Tutorial-Videos verzichte ich drauf. Achtet auf Abstand und haltet die Augen offen. Passt auf eure Arsche auf. Bewegung! Also es gibt. Wie ist der Plan? Ich kann jetzt hier Armeen und tätige Arbeiter auswählen. Das ist neu in StarCraft 2 gewesen, anstatt Raiders. Gab es im 1 ja nicht. Es gibt jetzt auch optionale Missionen normalerweise. Zeigen wir es ihnen. Geht bloß nicht diese Straße lang. Zeigen wir es ihnen. Klingt gut. Raiders rocken. Zeigen wir es ihnen. Klingt gut. Raiders rocken. So, jetzt haben wir hier so komische Holobots. Habt ein wachsames Auge auf eure Nachbarn. Aufrührer werden unseren Fortschritt nur aufhalten. Commander, das Zerstören der Holobots wird dabei helfen, eine Rebellion gegen die Liga auszulösen.
Das ist jetzt die Nebenmission. Ich höre. Zeig mir sie. Also Bonusziel, ne? Visage nicht mehr sehen. Sechs Stück. Jag das Ding hoch. Schauen wir mal. Klingt gut. Du kannst auf mich zählen. Wo sind die alle hin? Ja, klingt gute gut. Frage. Du kannst auf mich zählen. Viele Menschen gibt's hier nicht. Meine Nachbarn. Das sieht langsam richtig übel aus. Klingt gut. Commander, eine größere Streitmacht der Liga versammelt sich im Zentrum der Siedlung. Dann wird's Zeit, die spezielle Lieferung, von der wir gesprochen haben, anzufordern. Zählen. Raiders. Die Kavallerie ist da. Ja. Arbeitet hart. Zeit. Du kannst auf mich zählen. So, jetzt, also das ist jetzt die Tutorial-Mission im Endeffekt. Die ersten Kämpfe. Wie läuft man, wie schießt man eigentlich? Ja, das ist ja alles. Muss geschützt bleiben. Raiders. Oh, das ist gar nicht gut. Zeigen wir es ihnen. Eigentlich relativ easy. Klingt gut. Du kannst auf mich zählen. Endlich, da sind sie. Es gibt was zu essen, wenn ihr an der Ausgrabungsstelle angekommen seid. Mein Bruder ist letzte Woche zur Mine gegangen und ist seitdem verschwunden. Scheiße, die benutzen die Bevölkerung zum da will einer um Zwangsarbeit zu machen. Die schießen auf Zivilisten. Bewegung! Klingt gut. Du kannst auf mich zählen. Raider Truck. Klingt gut. Es gibt eine ganze Menge, wofür Mengsk zahlen muss. Danke, Rainer. Wir wussten, dass sie uns nicht vergessen würden. Will ich nicht. Weiter vorne werden noch mehr Leute gefangen gehalten. Ich kümmere mich drum. Sammeln. Marshal Rainer, Sie haben wir hier schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Wir helfen euch, Raiders. Schon der Sechste. Passt. Eigentlich nicht. Wenn ja, eigentlich nicht. Ja, doch. Zeigen wir es ihnen. Komm sofort, Jungs. Hab ich tatsächlich. Klingt gut. Muss mal schnell zurück, Leute. Wäre ja peinlich, wenn ich in der ersten Mission gleich die optionalen Ziele verpasse. Nicht übersehen, ey. Du kannst auf mich zählen. Schaut Gott sei Dank kein so ein weiter Weg. Klingt gut. Das ist Rainer, der meistgesuchte Mann. Kein Opfer ist zu groß für dich. Raider Truck. Optionales Ziel abgeschlossen. Warum das wichtig ist, dass wir die Bonusziele machen, das seht ihr ja nachher. Zeigen wir es ihnen. Weil also die ganze Kampagne in StarCraft 2 ist ein bisschen geändert. Und ich finde es im Gegensatz zum ersten Teil viel geiler. Natürlich hast du viele gleiche Einheiten wie die Belagerungspanzer, Goliaths. Gibt es ja alle auch, bloß gibt es ja auch neue Sachen. Auf mich zählen. Und die neuen Sachen, die Verbesserungen sind fantastisch. Meiner Meinung nach. Raiders. Deshalb habe ich mich ja unglaublich gefreut auf StarCraft 2. Du kannst auf mich zählen. So, Attacke. Dies ist Sperrgebiet. Ihr Aufständischen steht unter Arrest. Wir halten dir den Rücken frei, Raider. Sehen wir es ihnen. Klingt gut. Die Menschen helfen uns. Raiders. Du kannst auf mich zählen. Das sind die Vikings. Halten wir ihnen. Jetzt sag schon an. Okay. Zerstören alles. Das war's dann. Mission 1 geschafft. Ich hatte ja nicht gedacht, dass wir. Rainer ist back. Können. Aber wir können. Und jetzt habt ihr die Waffen und die Ressourcen dafür. Jawohl. Denkt dran: Mengsk kann euch nur kontrollieren, wenn ihr es zulasst. Masara war ja sein Planet.
Alle Space Marines getötet. Listen, naja, 6 Stück, 4 Einheiten verloren. Bullobots. Das ist Kerrigan über. Massara. Massara war ja seine Kolonie, wo er ja Sheriff war, Mann. Starcraft. Schon, ne? Was du für den meistgesuchten Mann im Sektor bist du nicht wirklich schwer zu finden. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Unser Jimmy Rayner, der Held des kleinen Mannes. Tychus Findlay. Schicker Anzug. Sicher ist sicher. Hörte, du wärst auf Eis gelegt. Lebenslänglich. Hat man dich wegen guter Führung rausgelassen? Die zwei. Darauf kannst du einen lassen. Ich bin jetzt ein Musterbürger. Was verschafft mir denn das Vergnügen? Ich wollte dir nur ein Geschäft vorschlagen. Hast du dich schon mal gefragt, was die Liga hier draußen treibt? Du wirst es mir bestimmt gleich erzählen. Die buddeln nach Alien-Artefakten, Kumpel. Dein Freund Mengst ist total scharf auf die Dinger. Aber ich hab da einen Kontakt, der für jedes Teil, das wir aus den Händen der Liga befreien, ordentlich was springen lässt. Da kann ich dann ja wohl schlecht Nein sagen, nicht wahr, Tychus? Alles klar, Partner. 60, 40. 70, 30. Für mich. Fühlt sich fast schon wie früher an. Wie in alten Zeiten. Okay, wir haben einen Verbündeten. Aber ist er tatsächlich verbündet, weil der wurde ja von Mensch freigelassen. Also was man jetzt hier machen kann, das ist echt cool gemacht. Man kann jetzt verschiedene Sachen anklicken und anschauen, bevor man in die nächste Mission geht. Zum Beispiel hier Viking. Das ist ein Bild von einer Viking. Sieht aus, als wäre das noch nicht lange her gewesen. Warst du das, Jimmy? Die Leute in dieser Gegend sind bereit, sich gegen Mengsk zur Wehr zu setzen. Sie brauchten einfach nur einen kleinen Schubs. Du nimmst diese ganze Revolutionsnummer also immer noch ganz schön ernst. Jeder braucht ein Hobby. Jetzt, wo waren wir stehen geblieben? Einmal, dann kann man hier Kerrigans Bild angucken. Sarah, ich mal, glaube ich, es wäre besser gewesen, du wärst an diesem Tag gestorben. Also sie ist nicht tot, wir wissen's. Sie hat sich in eine Zerg verwandelt, sozusagen. Jukebox kann man das Lied ändern. Kann sich die Nachrichten angucken. Hier ist Donny Vermillion und wir senden live aus unserem Studio auf Korhal. Wir haben eine brandaktuelle Eilmeldung für Sie. Schalten wir nun zu unserer Reporterin Kate Lockwell auf die Grenzwelt Massara. Kate? Danke, Donny. Der Rebell Jim Rayner hat sich mit einem Knall zurückgemeldet. Er hat ein Depot der Liga in der Nähe der Backwater Station angegriffen, die dort gelagerten Waffen entwendet und an die örtliche Bevölkerung verteilt. Kate, ich gehe davon aus, dass es die Bevölkerung ziemlich interessiert, einen berüchtigten Verbrecher in ihrer Nachbarschaft zu haben. Naja, Donny, eigentlich scheinen die Leute durch diesen Vorfall frischen Mut... Danke, Kate. Wir machen die Nachrichten. Also man merkt, es ist lustig gemacht. Die Kate, hat man ja gemerkt, ist eher so pro Bevölkerung, pro uns und das ist ein Spaß. Verbreite ruhig weiter deine Lügen, Kumpel. Johnny Vermillion. Ich hab gerade angefangen. So, man kann mit Tychus reden. Ich will ja nicht neugierig sein, aber wie bist du da rausgekommen? Naja,
Ich bin aus dem Kryoteil ausgebrochen, als sie mich nach Neu-Folsom bringen wollten. Ich habe bestimmt ein Dutzend von denen mit bloßen Händen kalt gemacht. Ja, ja, den kenne ich schon. Du hast aber den Teil vergessen, wo du übers Wasser gegangen und mit der Tochter des Gefängnisdirektors durchgebrannt bist. Hm. Werd bloß nicht frech, Junge. Ich habe so einiges darüber gehört, was du für ein super toller Freiheitskämpfer geworden bist, während ich weg war. Was ist passiert, Jimmy? Ist dir etwa der Krieg für Wahrheit und Gerechtigkeit zu Kopf gestiegen? Ich habe zwar schon etwas Intus, Tykers, aber eins verspreche ich dir. Mengsk wird untergehen. So oder so. Also auf jeden Fall erzählt er mal nicht ganz die Wahrheit, der Kerl. So, jetzt haben wir den Missionskoffer. Dank ihres Einsatzes ist Massara jetzt Schauplatz einer offenen Revolte gegen Arcturus Mengsk. Laut Aussage des ehemaligen Sträflings Tykes Findlay ist die Liga nach Massara gekommen, um ein außerirdisches Artefakt zu bergen. Die Aneignung dieses Artefaktes dürfte der Liga einen weiteren Schlag versetzen. Und der Verkauf an Tykes Findlays mysteriöse Kontakte sollte neue finanzielle Mittel einbringen. Okay. Also, wir müssen das Xel'Naga-Artefakt erobern. Gesetzlos. Wir bekommen 45.000 Credits. Die Credits bauen wir später, das lernen wir dann. Neue Einheit, Sanitäter. Gibt's jetzt. Die heilen befindliche biologische Einheit. Legen wir los. Dieser alte Außenposten sieht nicht gerade nach was Besonderem aus. Immer mit der Ruhe, mein Junge. Die Liga-Ingenieure sind hier nicht umsonst schon seit Monaten am Graben. Siehst du diesen Kran? Sie wollen das Artefakt, das sie gefunden haben, von diesem Planeten wegschaffen. Da brat mir doch einer einen Zergling. Siehst du? Du musst manchmal ein bisschen mehr Vertrauen haben, Jimmy. Na dann, verpassen wir der Liga mal einen Weckruf. Na dann. Gehen wir die Basis zu Kleinholz und holen das Ding da raus. Heigenjacken! Darfst du? Nur zu. Was liegt an? Was wichtigert? Was nicht passt, wird schlechte Neuigkeit. Was liegt an? Commander, weitere Tutorials liegen für Sie bereit. Das brauchen wir nicht. Also Leute, was ist neu? Man sieht jetzt hier, wie viele Arbeiter perfekt sind Space Marines, bevor wir für den Abbau der Sie Ressource. Werden in der Kaserne ausgebildet. Wo wir schon dabei sind, mit mehr BBFs können wir die Mineralien schneller einsammeln. BBFs werden in der Kommandozentrale ausgebildet. Die machen jetzt auch mit den Sammelpunkten das, was sie machen sollen. Also der geht jetzt direkt Mineralien ab. BBF einsatzbereit. Und es geht wesentlich schneller wie im ersten Teil. Wir brauchen ein Tech-Labor auf jeden Fall, damit wir die Sanitäter bauen können. So, wir brauchen auf jeden Fall eine Raffinerie. Also ihr seht, es geht wesentlich schneller mit den ganzen Ressourcen. Versorgungsdepots, das gab es ja im ersten Teil auch schon. Drei sind perfekt. Müssen wir aber schön Ding bauen. Depot. Benötige weitere Depots. Vor allem sind die Gebäude auch kleiner und platzsparender und alles. Man kann die Depots jetzt auch einfahren. Kann man drüber laufen. Ich glaube, da haben sie daraus gelernt, dass man im ersten Teil öfters mal seine Typis eingesperrt hat. Das denkt mir noch. So, jetzt können wir auch dieses Tech-Labor anschließen. Kann sich zu allem Tipps angucken.
kannst kaum noch erwarten. Ich weiß gar nicht, wie viele da hinpassen. Werden wir gleich sehen. BBF bereit. Erweiterung fertiggestellt. Abmarsch bereit! Weiß gar nicht. Sehen wir gleich. Können wir sonst nichts mehr machen? Erforschen. Kommt noch was? Ich weiß gar nicht, wie viele auf einmal mitnehmen kannst. Schiene die Ziele immer. Los, los, los! 8 passen in eine Reihe. Nur zu. Von mir aus. Yep. Also man kann denen jetzt auch 2 Befehle auf einmal geben. Der baut jetzt, und wenn er fertig ist, geht er automatisch wieder Mineralien abbauen. Also es gab wirklich viele, viele gute Verbesserungen in StarCraft 2. Der Doktor ist da. Hauen wir noch 2 raus und dann gehen wir mal gucken, was so vor unserer Basis ist. Der müsste jetzt eigentlich abbauen gehen. Direkt. Macht er. Perfekt. Durchgeladen und entsichert. Abmarsch bereit. 10 und 2 habe ich mir gebraucht. Bereit, Mann. Und dann hauen wir gleich noch 3 Stück hinterher, falls wir sie brauchen. Der Doktor ist da. So, legen wir aber los. Sicher. Schauen wir erstmal, was hier noch ist. Positiv. Sind hier. Das sind Mineraliencontainer, da kriegen wir jetzt Mineralien. Befehle erhalten. Freu mich schon drauf. Wahnsinn. Sogenannte Ressourcenlager. Bingo! Immer mit der Ruhe. Ich kümmere mich drum. Roger! Wird gemacht! Commander, die Liga greift die Rebellenbasis im Südwesten an. Gut. Das hält uns die Liga vom Hals. Diese Leute brauchen unsere Hilfe, Tychus. Wir werden sie auf keinen Fall ihrem Schicksal überlassen. Geht klar. Aber sicher. Sind wir froh, euch Jungs zu sehen. Wir sind auf eurer Seite. Sagt einfach, wo wir uns aufstellen sollen. Wir werden die Rebellen. Willkommen an Bord, Jungs. Die Liga kann zur Hölle fahren. Raiders, der Größte. Das war auch das Bonusziel. Ich kümmere mich drum. Durchgeladen und entsichert. Wir können gleich mal dahin. Also es ist die erste Baumission, wo man das erste Mal was bauen kann. Los, los, Leute, erwartet nicht zu viel. Bereit machen, Jungs. Hier sieht man auch die Kills, hier sieht man Schaden, Panzerung, so wie früher. Also es ist echt und entsichert. Einer noch, dann haben wir einen vollen Trupp und dann legen wir los. Kann's kaum noch erwarten. Bereit machen, Jungs. Also insgesamt kann man 24 kleine Einheiten. Worauf soll ich ballern, Sir?
Die bösen Jungs sind da runter. Danke, mein Junge. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ruhe. Warnung. Aliens der Liga nähern sich. Aliens. Aber sicher. Also die schießen Feuer, ne? Habt ihr gesehen? Warum nicht? Jawohl. Ich kümmere mich drum. Selbstverständlich. Bunker sind scheiße für uns als Gegner. Diesen Bunker auszuräuchern war saubere Arbeit, Jibby. Deine Jungs gepaart mit meinen Fähigkeiten. Unschlagbar. Freu mich schon drauf. In Ordnung. So, dann wollen wir mal aufräumen, ne? Jawohl. Ja, ich recht, dass der schon eine Fabrik hat. Na gut, aber ist relativ easy, die erste Mission. Oder die zweite Mission. Kaserne. Worauf soll ich ballern, Sir? Dann werden wir mal die WBS hier kaufen. Aber sicher. Seht hier. Das Hauptquartier und das war's. Mission erledigt. Kommt noch was? Das ist jetzt unseres. Zugriff auf Krankontrolle. Dechiffriere Sicherheitssystem zur Überbrückung. Krankontrolle übernommen. Sehr schön. Dann lasst uns das Ding mal an Land ziehen und dann nichts wie weg hier. Mission Erfolg. Und Erfolg sogar. Die gesetzlosen Missionsbelohnung 45.000. Das sind die Erfolge, die man hier machen kann. Erfüllen Sie Missionsziele, sammeln Sie auf normal alle Gas und Container und Schwierigkeitsschweren unter 10 Minuten. Also wir haben jetzt auf normal gespielt. Ich habe die Mission auch auf schwer schon mal gespielt, zumindest teilweise. Zumindest mal die Anfangsmission. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr auf schwer, weil schwer echt herausfordernd ist nachher. Gut, geht's wieder in die Bar zurück. So, das ist jetzt auch ein perfekter Punkt. Also man kann jetzt Credits ausgeben im Arsenal, das haben wir aber erst später. Bevor wir hier jetzt alles anklicken und weitermachen, würde ich sagen, speichere ich mal. Natürlich YouTube wie immer für euch. Speichern. Menü. So, meine Freunde. Wir sind bei StarCraft 2 angekommen. Ich feier's übelst. Ich will das Spiel komplett von Anfang bis Ende mit euch durchspielen. So ist das Ziel. Wir haben heute die ersten zwei Missionen gesehen. Ich find's hammergeil. Mir macht's übelst Spaß und ich werd's auch weiterspielen. Viel, viel besser wie StarCraft 1, auch wenn StarCraft 1 geil war damals zu seiner Zeit, aber im Vergleich zu StarCraft 2 keine Chance. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like, Kommentar und ein Abo da lasst und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Immer dienstags, ab jetzt StarCraft 2. Macht's gut, Jungs und Mädels. Schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer. Bis dann. Bye, bye.